when the bell rings and the action begins. The referee in charge is Mr. Oliver Breen. Oliver Breen ruft die beiden Boxer zueinander. Ja, da wir eben eine Europameisterschaft hatten, folgt nun eine Weltmeisterschaft. Diese Nachversion der IBO. Da werden natürlich einige Fans und Kritiker aufschreien und sagen, die IBO, naja, gehört die denn, was den Stellenwert an, betrifft, auf eine Stufe mit denen der vier großen Weltverbände WBC, WBA, WBF und WBO. Das darf jeder für sich selbst entscheiden. Fest steht, dass Karamurat diesen Titel im März ebenfalls in Hamburg gewinnen konnte. Damals gewann er in einem spektakulären Kampf in der 12. Runde gegen den US-Amerikaner Travis Reeves. Es war ja ein Last-Minute-Knockout, wenn man so will. Beziehungsweise eine Ringrichter-Stoppage. Also der Ringrichter hat den Kampf damals abgebrochen. Karamurat also IBO-Titelträger. Und nun verteidigt er seinen Titel das erste Mal gegen den Schweden Sven Fornling. Auf gewisse Art und Weise eine unbekannte Größe. Hat bisher ausschließlich größtenteils in der schwedischen Heimat geboxt. Dort noch nicht die Gegner vor den Fäusten gehabt. Hatte, trug dort den und trifft einmal voll durch. Und Karamurat wird angezählt. Was für ein aufsehenerregender Beginn. Aber es wird sich zeigen, ob Karamurat den Schlag weggesteckt hat oder ob das eher so ein sogenannter Flash-Knockdown war. Also wo mehr die Balance nicht da war und sozusagen keine große Schlagwirkung. Aber Fornling boxt hier einfach, aber effektiv. Kein guter Beginn für den so erfahrenen Halbschwergewichtler Karamurat. Das hat er alles schon für Schlachten geschlagen. Das hätte er sich besser, das hätte er sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Kommt ja aber weiter nach vorne. Es scheint so, als wenn der Treffer jetzt nicht die ganz große Schlagwirkung gehabt hat, aber trotzdem kommt Fornling weiterhin durch mit lockeren Treffern. Die punkten natürlich, das sind jetzt nicht die harten Hände, aber jetzt kommt auch Karamurat mal durch. Oh! Oh! Volltreffer von Karamurat. Das ist hier Irritation. Jetzt kommt hier noch ein Nachschlag. For the second round. Da war der letzte Kampf schon so kontrovers und dann geht es ja fast so weiter. Karamurat erwischt Sven Fornling nach dem Break-Kommando von Ringrichter Oliver Breen und der Schwede geht zu Boden. Wird natürlich dann selbstverständlich nicht angezählt, aber der Schlag hat gesessen und wehgetan mit Sicherheit. Auch gab auch noch einige Hände von Murat nach dem Ringgong zur ersten Runde. Also sauber
ist das natürlich nicht. Fornling darf sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Seine Ringecke hat er noch. Und jetzt kommt Murat wieder durch seine Ringecke. Die Ringecke des Schweden hatte noch vehement gefordert, dass er sich eine Pause nehmen sollte. Aber jetzt kommt Murat wieder durch mit einer schweren Rechte und harten Treffern. Fornling jetzt in den Ringseilen. Murat geht aufs Ganze. Der Schwede war sichtlich beeindruckt. Schluckt diese Rechte immer wieder. Hat Schwierigkeiten, diese zu verteidigen. Und jetzt, ja, es ist ja turbulent, geht es hier zu. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wie man es von Karo Murat ja eigentlich auch gewohnt ist. Der Mann kennt eigentlich nur den Vorwärtsgang. Und ein Taktieren erleben wir bei ihm eher selten. Und jetzt kommt es wieder diese Rechte über die Führhand geschlagen und ein linker Haken. Das sind fürchterliche Hände. Aber Fornling versucht zurückzuschlagen. Aber das ist natürlich keine clevere Defense. Jetzt geht's Action ohne Ende hier in der zweiten Runde. Schöner Körpertreffer vom Schweden. Der muss jetzt wieder seine Linie finden. Der muss ruhig bleiben. Die Hände hoch. Und dann versuchen, über die boxerische Linie zu kommen. Nicht auf einen Schlagabtausch einlassen, aber das sagt sich zu leicht gegen einen aggressiven Mann wie Karo Murat. Den muss man sich halt auch erstmal vom Leib halten. Wieder ein Treffer, der Fornling angeklingelt hat. Es ist wirklich eine wilde Schlägerei. Beide Treffer auf beiden Seiten, aber die härteren bei Karo Murat, der mit dem linken Haken zweimal wunderschön durch die Deckungen durchkam. Wieder unfassbar, was der Schwede hier nimmt. Murat in der zweiten Runde am Drücker. Die Ringecke von Sven Fornling hat ihn vehement darauf hingewiesen, auf der Distanz zu bleiben und die Aktion boxerisch zu lösen. Nicht versuchen, hier in den Straßenkampf zu ziehen mit Karo Murat. Da hat der Deutsche den einen oder anderen Vorteil. Muss hier die erste Minute auch vielleicht mal überstehen, ohne schwerere Treffer sich ein bisschen mehr fangen. Während Karo Murat vielleicht auch mal etwas mehr die Deckung hochnimmt und vielleicht dosiert, dass er seine Angriffe startet, um sich so die Körner ein bisschen einzuteilen. Weil das Tempo der zweiten Runde wird dann natürlich nicht über die kompletten 12 gehen können. Und so wie es jetzt läuft, ist es besser für den Schweden. Gerade und lang. Und die Deckung oben. Das sind dann wird es zu einem klassischen Duell. Boxer gegen Puncher.
aber auch ein Boxer braucht gewisse Schlagkraft, damit er natürlich sich einen Puncher auch vom Leib halten kann, damit er ihm Respekt einflößen kann. Au, wow, wow. Wieder eine schöne rechte Hand von Karo Murat, der alles in diese Schläge hineinwirft. Also, was vorne natürlich dann gut macht, ist, kleine Hände zu schlagen und dann sich rauszudrehen, um Murat dazu zu bringen, seine Füße dem Geschehen anzupassen. Weil auch ein Puncher braucht festen Stand, um seine Schläge wirklich dann auch mit voller Power an den Gegner zu bringen. Jetzt versucht Fornling mit einer Vielzahl von Treffern durchzukommen. Ob das ein gutes, probates Mittel ist. Bisher vielleicht etwas überlegen in dieser Runde. Auch wenn Murat den einen oder anderen Treffer landen konnte. We're in the end of the third round. Ropa högre för fan, så han hör. Högre. Ja, han hör. Högre, skrik högre. Seconds out for round four. Ja, nach rasantem Beginn war die dritte Runde etwas ruhiger. Und nun könnte Fornling sich etwas erholt haben. Wenn er denn es schaffen sollte, auch über längere Distanz seine boxerische Linie durchzubringen, ist er im Vorteil. Aber Karo Murats Druck ist natürlich gewaltig. Und wir haben es ja schon gesehen in seinem Kampf gegen Travis Reeves im März. Bis zur letzten Runde ist dieser Mann gefährlich. Genauso wie bei seinem Sieg gegen Dominik Bösel im vergangenen Jahr, wo er spät noch den Knockout holte. Das heißt, man darf hier keineswegs Murat die Chance nicht geben, den Knockout auch noch in den hinteren Runden zu erzielen. Momentan ist die Workrate des Weltmeisters etwas niedrig. Die ersten Runden haben vielleicht auch Kraft gekostet. Er muss noch mal sich ein wenig reinfinden, um dann vielleicht in den mittleren und späteren Runden die zweite Luft zu bekommen, aber er kommt hier und da natürlich trotzdem weiterhin mit Händen durch, aber Fornling mit der deutlich höheren Workrate, mit den Treffern. Und das sind ja nicht nur sanfte Treffer, die des Punktesammelns dienen, sondern das sind durchaus auch Hände, die ihre Wirkung hinterlassen. Wenn auch erst vielleicht im späteren Verlauf. Aber das sind diese gefährlichen Situationen, wenn er reinschlägt und Murat abduckt und dann mit der rechten über die Führhand des Schweden schlägt, dann ist natürlich immer die Gefahr, sich da klare Hände zu fangen. Oh, der starker Körpertreffer von Fornling und Murat hat den gespürt. Da hat er gezuckt kurz, das war ein Treffer, der ihm gar nicht so geschmeckt hat. Aber Fornling darf natürlich jetzt nicht die Strategie über den Haufen werfen und auf den Knockout gehen, sondern er muss seine
seinen Gameplan, den ihm seine Ringecke vorgegeben hat, weiter verfolgen. Und hier ist die Gefahr. Dieser linke Haken, mit diesem linken Haken hat er ja auch damals Dominik Böse so schwer angeschlagen. Der ist seine, wahrscheinlich sein Paradeschlag. Es ist ein weiterer hochintensiver Kampf, den wir hier in der Night of Champions zu sehen bekommen. EC Boxing hat hier gut aufgefahren. Seconds out for round five. Ja, wenn man sich das bisherige Kampfgeschehen so anguckt, kann man natürlich wieder dieses alte Problem hervorholen. Was zählt mehr? Die Anzahl der Schläge oder die Schlaghärte? Wobei bei Fornling natürlich auch durchaus Härte dabei ist. Es ist nicht nur die Schlagfrequenz, die ihn auszeichnet, es ist auch durchaus Saft dahinter. Dementsprechend hat Karo Murat momentan Probleme, hier sich zu behaupten. Es könnte, wenn wir hier über die Runden kommen sollten, ein enges Resultat geben. Aber da sind wir noch lange nicht angekommen. Wir sind jetzt gerade erst in Runde 5. Da kann noch viel Wasser die Elbe herunterlaufen. Gut und raus. Und raus. Und wieder vor. Gut und raus. Klare, die Rechte von Fornling ist klar Ding. Klar drin. Wenn er das so fortsetzen kann, dann wird er eventuell auch diese Runde gewinnen können. Die letzten zwei kann man ihm auf jeden Fall geben. Das ist die Führhand, die immer wieder drin ist. Und die rechte abermals. Momentan geht der Plan des Schwedens auf. Wird sich zeigen, ob er so auch noch in Runde 8, 9 oder 10 boxen kann. Gefährliche Situation. Hier schrammen die Köpfe haarscharf aneinander vorbei. Noch einen Kopfstoß wollen wir sicherlich nicht sehen an diesem Abend, der eventuell zu einem Abbruch oder auch keinem Abbruch führt. Das ist etwas, was wir vermeiden wollen. Fornling mit kurzen Händen an Mann und es ist wieder ein kleiner Aufmerksamkeitsfehler. Dann diese rechte und der linke Haken, der war nicht voll drin, aber man sieht, die Lücke ist da für Murat, um diesen Schlag anzubringen. Ja, die ganze Erfahrung von 35 Profikämpfen. Und da stand er ja auch nicht mit irgendwelchen Leuten im Ring. Nathan Cleverly. Gabriel Campillo. Oder auch Bernard Hopkins. Also Murat hat den Erfahrungsvorteil, aber bis dato konnte er ihn noch nicht ausspielen. We're in the end of round five.
1 second out for round six. Was ist der Plan von Karo Murat in diesem Kampf? Versucht er, den Schweden die Luft zu nehmen, um schon im hinteren Verlauf aufzudrehen. Dafür müsste er eventuell noch etwas mehr zum Körper gehen, um so dem Schweden die Energie zu nehmen. Aber bis dato versucht es Karo Murat hauptsächlich zum Kopf, oft mit sehr wilden Aktionen. Das kostet selbst Kraft. Und der Schwede wieder mit schönen Kombinationen. Und dann besinnt er sich wieder auf seine Linie. Na gut, Murat ist natürlich auch ein Boxer mit 35 Jahren, der viel hinter sich hat. Ich habe es angesprochen, die Kämpfe unter anderem gegen Bernard Hopkins in Atlantic City damals. Er hat viel gemacht, hat viele einstecken müssen auch in seiner Karriere. Eventuell ist da auch einiges an Substanz gelassen worden. Aktuell der Schwede, der bessere Mann. Auch im Infight konnte er vorne mit einer kurzen linken zum Kopf durchkommen. Immer wieder sagt ihm seine Ringecke, dass er lang bleiben soll und Murat nicht in den Schlagabtausch verwickeln darf. Ein weiteres Stilmittel von Karo Murat könnte ja auch sein, dass er sich auf seine Nehmerfähigkeiten verlässt und sich vorne auspowern lässt. Der allzu gesündeste Gameplan ist das natürlich allerdings nicht. Und auch nicht wirklich nachzuempfehlen. Und raus wieder, und raus. Bewegen, bewegen. Beweg dich. Raus, raus. In diesen Situationen, wo Murat Vorling in der Ringe hat, müsste er explosiver zum Körper gehen. Das macht er nicht. Er verlässt sich auf Einzelhände. Und da hat der Schwede einfaches Spiel. Auch in dieser Runde bisher der bessere Mann. When the other round takes. Seconds out for round seven. Es könnte der große Durchbruch werden für den Schweden Sven Fornling. 30 Jahre ist er alt. Bisher noch nicht auf der großen Bühne des Boxens in Erscheinung getreten, aber mit einem Sieg, mit einem Gewinn des EBO Halbschwergewichts Weltmeistertitel hätte er natürlich jede Menge Argumente auf seiner Seite, um auch in Zukunft in großen Kämpfen zu stehen. Gecko Moven! Bis dann! Hey, nicht fühlen! Konzentrieren! Aber dafür muss er noch einige Runden seine Linie beibehalten und darauf hoffen, dass Karo Murat seine zweite Luft nicht findet.
punktet weiter. Mit einfachen Händen zum Körper. Dreht sich jetzt ja auch mal ganz gut raus an den Seilen. Und Murat schlägt daneben. Jetzt bin ich beide ein bisschen im Infight. Das ist eigentlich alles das, wo Sven Hornling sich nicht aufhalten sollte. Er muss lang bleiben und punktuiert einen Schritt nach vorne gehen, um seine Kombination abzulassen und dann wieder rausgehen. Dann könnte es für ihn laufen, aber die Verlockung ist dann noch einmal zu groß, um sich doch auf eine Keilerei einzulassen, weil man eventuell auch selbst merkt, dass die eigenen Kräfte durchaus doch ein wenig nachlassen. Murat arbeitet weiterhin zu wenig, wenn er Hornling in der Ecke oder an den Seilen hat. Bringt er überhaupt keine Schläge unter und gibt so dann auch die Runden her, weil wenn er Hornling nicht schwer anschlägt mit einzelnen Händen, müsste nach menschlichen Ermessen Hornling der sein, der die Runden dann auch gewinnt, dadurch einfach, dass er durch viel mehr Treffer, auch kleine Treffer landet und zudem Murat sein Stil aufzwingt. Er kontrolliert die Distanz größtenteils. Und so sieht das mittlerweile bislang gut aus. Lass ihn nicht kommen! Wieder Hände hoch, komm! Treffer auf beiden Seiten, aber mehr vom Schweden. We're in the end of round 7. World seconds out for round 8. Weiter geht's. Bislang heißt es, Schweden ist vorn. Karamurat muss sich hier deutlich strecken, um nochmal zurück in den Kampf zu finden. Schwere Treffer vom Schweden. Gute Kombination. Karamurat sieht derzeit tatsächlich sehr konditionell mitgenommen aus. Da kommt dann relativ wenig. Und Hornling trifft und trifft und trifft und trifft. Jetzt gäbe es keinen Morgen. Schöne Treffer auch zum Körper. Die tun natürlich zusätzlich weh. Momentan Hornling ganz klar der beherrschende Mann hier im Ring. Im Prinzip muss er sich nur wegbewegen, da ein paar Aktionen reinschlagen.
Dann kommt von Karo Murat derzeit wenig, außer diese, halt diese wilden Schwinger über, oben drüber. Da muss er halt aufpassen, dass er sich nicht so ein Ding noch fängt. Aber aktuell sieht es nicht danach aus, als wenn Murat einen solchen K.O.-Punch landen könnte. Vor allem variiert ein bisschen mit der Schlagkraft. Bringt die Hände teilweise auch etwas lockerer durch die Deckung, beziehungsweise die nicht vorhandene Deckung von Murat. Und er kann einfach keine Aktion an den Mann bringen. Fast alles, was er schlägt, geht auf die Handschuhe. Nichts Klares drin. Gute Treffer wieder von vorne. Man fragt sich, was kann dieser Murat alles so nehmen? Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass er schon so viel in seiner Karriere genommen hat. Seconds out for round 9. Wäre die Situation nicht schon schwer genug für Karo Murat? Man hat immer mehr den Eindruck, dass auch sein linker Arm in Mitleidenschaft gezogen wurde und nicht mehr richtig einsetzbar ist. Deswegen versucht das hauptsächlich über diese rechte. Kombinationen sind natürlich dann nicht möglich. Dadurch, dass die linke Arm, also die Führhand von Murat beeinträchtigt ist, kann Vornling natürlich einfacher über diese drüber schlagen und dann mit seiner eigenen Rechten ins Ziel kommen. Es sieht nicht gut aus für den amtierenden IBO-Weltmeister. Vornling jetzt diszipliniert, Führhand, vereinzelte Körpertreffer. Von sich aus gesehen links rumgehen, um sozusagen dann nicht in den linken Haken zu laufen, der aber sowieso nicht kommt von Murat, da der linke Arm, wie gesagt, verletzt zu sein scheint. Der Schwede muss aber aufpassen, dass er nicht zu leichtsinnig wird jetzt. Dass er sozusagen nicht dann doch noch in irgendeinen drillen Schwinger läuft. Das sind diese einfachen Treffer. Gerade Hände, die hier den Unterschied bis dato machen. Immer wieder kleine Treffer. Ja, es sind Verzweiflungstaten von Karo Murat, der versucht, mit der rechten Vornling an den Seilen zu stellen, aber er bringt dort keine klaren Hände ins Ziel und damit dürfte auch diese Runde an den Schweden gehen, wenn hier nichts mehr Gravierendes passiert. Gefährlich nah an einem Tiefschlag vorbei. Jetzt schlägt er auch noch
zum Hinterkopf natürlich. Spricht da auch ein Stück weit die Verzweiflung. Bei Murat kommt aber jetzt nochmal mit der Rechten am Ende der Runde durch. Und versucht jetzt alles, aber auch das dürfte nicht gereicht haben. Und dann gibt es noch Nettigkeiten in der Pause. World seconds out for round 10. Ja, unschöne Szenen. Am Ende der letzten Runde gab dann noch ein Nachschlagen von Karo Murat. Da kann man dann gerne auch mal einen Punkt abziehen. Sowas brauchen wir eigentlich in einem Boxring gar nicht. Vorne wieder mit der Rechten ganz klar durch. Einfache Treffer. Es wird jetzt wahrscheinlich zu viel. Es scheint, als wenn der Wille bei Murat ein Stück weit gebrochen ist. Aber da sollte man auch nicht den Tag vor dem Abend loben. Noch sind ja einige Runden zu gehen. Aber wenn Vorne seine Linie beibehält, dann dürfte er hier punktemäßig vorn liegen. Jetzt war ein Schubser, kein Niederschlag. Alles korrekt. Jetzt geht's weiter. Klare Treffer von Vornling. So wird das sehr schwer. Er muss natürlich aber auch auf der Linie gehen. Darf nicht gerade zurückrücken, weil dann kann Murat mit eigenen Aktionen noch hinterher schießen. Und der rechte Arm ist ja noch heil von Murat. Also da ist ja noch ein bisschen Dampf dahinter. Deswegen ist hier Vorsicht geboten. Murat schlägt ins Leere und Vornling kommt zurück, punktet und geht wieder raus. So sieht's aus. Und es sind halt nur vereinzelte Treffer von Karo Murat. Aber dadurch, dass Vornling mal oft auch einen Schritt zurück geht, nimmt er natürlich auch die Wirkung aus diesen Händen. Wobei der rechte Haken etwas besser drin war. Auch diese Runde ist beim Schweden. Der ist auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. We're at the end of round 10.
1 second out for round 11. Jetzt ist noch eine kurze Unterbrechung. Das Tape hatte sich gelöst am linken Arm von am linken Handschuh von Karo Murat. Jetzt kann es aber losgehen. Man muss ja fast die Leidensfähigkeit dieses Mannes bewundern. Wahnsinnig viele Treffer hat er bislang nehmen müssen. Dazu die Verletzung am Arm. Aber Leidensfähigkeit allein bringt es nun mal auch nicht. Man muss halt auch Schläge ins Ziel bringen. Und die sind bislang deutlich mehr bei Sven Vornling, der hier ganz clever seinen Stiefel runterboxt, der lang bleibt, der sich nicht zu Spinnereien verleiten lässt. Das ist immer auch ein Schritt zu weit draußen für Karo Murat, damit der seine Rechte ins Ziel bringen kann. Also es ist wahnsinnig viel verpufft, wahnsinnig viel bleibt sozusagen in der Luft liegen. Was Vornling hat sich da kurz einen Blick nach vorne gebeugt, aber nichts passiert. Das wäre ein Schritt für Sven Vornling. Sein einziger Titel, den er bisher gewonnen hat, das war der IBF Baltic Title. Jetzt muss er allerdings aufpassen, dass er nicht hier in Gefahr gerät. Aber das wäre natürlich ein Sprung von so einem regionalen, unbekannten Titel hin zu einer Weltmeisterschaft. Und wieder ein Nachschlagen von Karo Murat zum Hinterkopf. Und das gibt einen Punktabzug. Und das ist natürlich jetzt doppelt schlimm für Karo Murat, der sowieso auf dem Punktezettel nach menschlichem Ermessen hinten liegen sollte. Das wird jetzt äußerst schwer. Wenn man so will, dann eine noch viel Action hier am Ende der Runde. Was passiert? Oh, nochmal ein guter Treffer von Murat, der jetzt alles gibt und vorne in Schwierigkeiten hat. Aber der Ringgong rettet das. Right in round 11. Geschehen. For round number 12. Ladies and gentlemen, this is the last round of this fight. Ja, ganz interessant für die regelkundigen Zuschauer unter uns. Da hat Karo Murat diesen Punktabzug bekommen und hat dann in derselben Runde noch schwere Treffer landen können, die den Schweden in Schwierigkeiten hatten. Wie man die Runde dann wertet, ist Interpretationssache. Aber jetzt ist Murat am Drücker und hat den Schweden in Schwierigkeiten. Kann er wieder mal einen späten Krausiger anwenden? Vornling am Boden. Wird angezählt. Wer ist es denn die Möglichkeit? Kommt Karo Murat schon wieder in den Kampf zurück?
Er ist immer noch wackelig auf den Beinen. Muss sich wegbewegen. Murat jetzt mit vollem Willen hinterher. Bringt die Rechte. Versucht alles. Schlägt auch mit dem verletzten Arm. Vorhin kommt zurück mit einer guten Hand. Wahnsinnskampf jetzt. Was für eine Dramatik. Und da liegt der Mundschutz am Boden. Aber der Ringrichter muss nicht unbedingt unterbrechen. Das darf er selbst entscheiden. Jetzt unterbricht er und wird den Mundschutz. Der wird jetzt gesäubert und dann geht's weiter. Was für eine schwierige Situation für den Schweden. Karo Murat jetzt Armdrücker. Versucht alles, um diesen K.O. irgendwie zu erzielen. Vorne versucht sich jetzt ein bisschen zu besinnen, versucht wieder seine Distanz zu finden. Aber die Wirkung ist immer noch da. Und stehen ein dramatischer Schlussakt hier bevor. Murat wieder. Der Mann in der Offensivaktion, der nach vorne geht, der versucht, den Schweden hier einzukreisen. Kommt mit der rechten durch. Und jetzt wird es hier ein bisschen ruppig. Dramatische Action hier in der Hamburger Sporthalle. Night of Champions, das Motto passt in diesem Fall. Beide haben absolute Champion-Mentalität. Murat ist natürlich auch angeschlagen, hat viel investiert in dieser Runde. Vornling, der über dem Auge blutet. Kommt er wieder rein, kann er sich fangen. Auch seine Schläge haben jetzt nicht mehr den Saft. Er hat viel Energie gelassen. Ein Wahnsinnsgefecht. Unglaublich, was hier noch abgegangen ist. Die Stimmung kocht in den letzten Runden ja auch noch mal. Und trotz dieser Dramatik zum Schluss müsste Sven Vornling der Mann sein, der hier als Weltmeister die Hansestadt verlässt. Ja, das ist der Boxsport, wie er lebt und lebt. Da ging es wirklich im Schluss nochmal hoch her. Eine Wahnsinnsdramatik. Aber es dürfte nicht gereicht haben für Karo Murat, der hier auch fix und alle an den Seilen hängt. All right, ladies and gentlemen, first of all, big and big applause. Yes, yes, yes. Wahrscheinlich. Wenn wir jetzt schon am Ende des Jahres angekommen sind. Lions, ladies and gentlemen, for Sven Vornling, Karo Murat. Applaus für die beiden Boxer. Ja, wenn wir uns einen Kandidaten für den Kampf des Jahres im deutschen Boxsport haben, dann dürfte hier dieser dabei sein. Auch wenn es größtenteils eine klare Sache war für den Schweden, diese Schlussdramatik hat noch mal etwas dazu gebracht. Und jetzt warten alle Leute gespannt auf das Urteil. Niemand weiß genau, was die drei Punktrichter gesehen haben. Leider haben wir im Boxsport nicht selten kuriose Urteile, umstrittene Urteile, die eventuell auch den eigentlich besseren Mann dann um den verdienten Lohn bringen. Hoffen wir mal, dass es diesmal
nicht der Fall ist und wir hier ein faires Urteil bekommen. Wife Hart to the center of the ring, please. Das Urteil wird jetzt verkündet. Also seien wir gespannt, wer hier Hamburg als Weltmeister verlässt. Well, first of all, ladies and gentlemen, for the second time, a big and big applause for these two athletes. Thank you. Well, now we go to the scorecards, ladies and gentlemen. Judge 1 scores 109-116. Judge 2 scores 110-115. Judge 3 scores 110-115. And all in favor of the winner, who are new IBO Light Heavyweight Champion, ladies and gentlemen. Der neue Weltmeister der IBO. Ein gerechtes Urteil. Sven Vornling, alle drei Punktrichter hatten den Mann aus Malmö vorne. Was für ein Kampf.